Guten Tag, liebe Schachfreunde. Mein Name ist Eugen Grinis. Herzlich willkommen der Eugen Grinis Schachschule zu einem Lehrvideo für diejenigen, die ihre Spielstärke verbessern wollen. Dieses Video wurde erstmals auf Russisch veröffentlicht in einer Reihe mit dem Namen Der richtige Zug mit Vorsagen. In diesem Video erwarte ich von Ihnen eine Art von Zusammenarbeit, eine Interaktivität, die in Ihrem eigenen Interesse ist. Heute werden wir uns zusammen eine Schachpartie anschauen, dabei ab dem bestimmten Zug müssen Sie den richtigen Zug für unsere Seite finden. Das heißt den Zug, der in der Partie gespielt wurde, beziehungsweise einen alternativen, gleichwertigen Zug. Dabei werde ich Ihnen vorsagen und gegebenenfalls auf die Alternativmöglichkeiten aufmerksam machen. Meine Vorsagen werden darin bestehen, dass Sie von mir meistens den nächsten gegnerischen Zug erfahren. Das ist eine neue von mir entwickelte Methode, die speziell für Schachvideos erfunden wurde. Danach werde ich Ihnen erklären, welcher Zug der beste war und warum. Der Sinn dieses Unterrichts besteht darin, dass Sie jedes Mal einen Zug finden, der Ihrer Meinung nach der beste sein sollte. Deshalb ist es empfehlenswert, dass Sie bei unserem Zug nach meinen Vorsagen jedes Mal das Video pausieren, um nachzudenken bzw. Varianten zu berechnen. Danach lassen Sie das Video fortlaufen, um von mir zu erfahren, welcher Zug der richtige war und warum. Nur so erhalten Sie den vorgesehenen Lerneffekt von diesem Video. Auch wenn Sie nicht immer den richtigen Zug finden, was eigentlich keiner von Ihnen erwartet, werden Sie von dem Video mehr profitieren, als wenn Sie es einfach nachschauen. Ihre Interaktivität ist enorm wichtig, um Sie nach vorne zu bringen. Meine Videos dauern jetzt länger, aber ich möchte Sie an dieser Stelle daran erinnern, dass bei allen meinen Videos, die länger als 30 Minuten dauern, ist es empfehlenswert, die komplette Beschreibung unter dem Video auf YouTube zu öffnen, um das Video nicht unbedingt in voller Länge am Stück anzuschauen, sondern, wenn man es will, in kleineren Teilchen, weil man das später fortsetzen kann, wo man früher aufgehört hatte. Schauen Sie bitte auch meinen Kommentar zu dem Video auf YouTube an. Und nun zu der Partie. Wie Sie sehen,
spielen wir heute mit den weißen Steinen. Auf unserer Seite spielt Großmeister Viktor Lasnica aus Tschechien. Diese Partie wurde 2005 in der Europameisterschaft unter 18 Jahren gespielt. Viktor Lasnica war damals 17 Jahre jung und hatte Elo 2517. Die beste Elo-Zahl von ihm hatte er 2010 erreicht und das war 2688. Sein Gegner war Eduard Valiano, ein internationaler Meister aus Rumänien. Er war 18 Jahre jung und hatte Elo 2398. Seine beste Elo-Zahl erreichte er 2009 und das war 2483. Diese Partie wurde von mir ausgewählt, um den besten Lerneffekt für Sie zu gewährleisten. Und nicht, weil das die beste Partie aller Zeiten ist. C4. Die Partie begann mit der englischen Eröffnung. Schwarz antwortete E6. Wahrscheinlich will Schwarz den Damengambit spielen. Springer F3. Weiß zieht noch nicht D2, D4. Trotzdem D5. Nach D4 käme die Partie zu dem Damengambit. Aber oder nach dem G3 gibt es hier auch. Das kann zum katalanischen Eröffnung führen oder zum Rete-Eröffnung. Aber Weiß spielte nach D5 E3. Und das ist eine seltene Variante der Rete-Eröffnung, allerdings ohne G3, sondern mit E3. C6. Schwarz möchte gerne nach D4 Miran-Variante spielen. Aber Weiß will das nicht und spielt statt D4 B3. Und hier hat Schwarz sich entschieden, in die holländische Verteidigung überzugehen und spielte F5. Das ist das sogenannte Stonewall-System. Der beste weiße Aufbau gegen Stonewall nach der Eröffnungstheorie ist das Königsfianchetto mit G3 und Läufer G2. Aber da Weiß E2, E3 schon gespielt hat, wird er kaum G3 spielen. Dann würden die weißen Felder am Königsflügel geschwächt, speziell das Feld F3. Wahrscheinlich deshalb hat sich Eduard Valiano für das System mit F5 entschieden.
Läufer R2. Springer F6. Kurze Rochade. Läufer D6. Hier steht der schwarze Läufer am aktivsten, da direkt die weiße Königsstellung attackiert. Aber gerade nach diesem Zug zeigt Weiß seinen Plan. Läufer A3. Weiß will den aktiven gegnerischen Läufer abzutauschen, um die schwarzen Felder zu schwächen, besonders das Feld E5. Rochade D4. Das ist das klassische Stonewall-System, wobei Weiß geschafft hatte, Läufer A3 zu spielen. Springer E4. Das ist der Standardzug im Stonewall-System. Dame C1. Verteidigt den Läufer A3 und bereitet Springer BD2. Springer D7. Läufer schlägt D6. Springer schlägt D6. Die Hauptnachteil für Schwarz in Stonewall ist sein schlechter Läufer auf C8 und das schwache E5 Feld. Dafür hat Schwarz die Möglichkeit, dank dem F5 Bauern auf dem Königsflügel anzugreifen. Aber Schwarz muss auf das Feld E5 aufpassen. Springer BD2. Springer F6. Springer E5. Läufer D7. Das ist eine mögliche Entwicklung, um das Problem des C8-Läufers zu lösen. Schwarz will den Läufer über E8 nach H5 manövrieren, damit er außer der Bauernkette steht. Auf H5 kann der schlechte Läufer gegebenenfalls gegen den weißen Läufer umgetauscht werden. Und hier beginnen wir die weißen Züge zu finden. Wie hat Weiß hier gespielt, so dass Schwarz mit Springer F7 geantwortet hat? Und hier gibt es auch zwei Alternativen für den Partiezug. Ich erinnere Sie daran, dass Sie an dieser Stelle das Video pausieren sollen, um entweder den Partiezug oder eine der Alternativen zu finden. Nachher werde ich Sie nicht mehr auffordern, das Video zu pausieren, da ich es sowieso nicht nachprüfen kann. Es ist allein Ihnen überlassen, ob Sie Ihre Spielstärke durch das Video verbessern wollen. Weiß spielte C5. Und Schwarz antwortete Springer F7.
die Alternativen sind die Züge, die hier das Schachprogramm gemacht hätte. Da sind Dame C2 und Dame B2. In der Partie wurde C5 gespielt, Springer F7. Jetzt sind wir wieder am Zug. Und hier werde ich aber ausnahmsweise nicht vorsagen. Es gibt auch nach dem Computer eine Alternative. Weiß spielte Springer schlägt F7 und Schwarz antwortete Turm schlägt F7. Wenn ich das Ihnen gesagt hätte, dass Schwarz mit Turm schlägt F7 geantwortet hat, das macht wenig Sinn, weil dann wissen Sie, dass Weiß Springer schlägt F7 gespielt hat. Die Alternative zu diesem Zug ist Springer D F3. Turm schlägt F7. Wir suchen den weißen Zug, worauf Schwarz Läufer E8 gespielt hat. Weiß spielt Springer F3 und Schwarz antwortet, wie gesagt, mit Läufer E8. Wir suchen den Partiezug, den Schwarz mit Turm E7 beantwortet hat. Es gibt auch eine Alternative. Weiß spielte B4. Und die Alternative war Springer E5. Weiß hat nach dem Zug C5 einen Raumvorteil am Damenflügel. Weiß plant mit dem Zug B4, B5 den schwarzen C-Bauern anzugreifen und damit noch mehr Raum zu gewinnen. Turm E7. Wir suchen den besten Zug. Schwarz antwortete Springer F6, D7. Es gibt auch eine Alternative. Weiß spielte Springer E5 und eine Alternative war hier Läufer D3. Um nach Läufer H5 Springer E5 zu spielen. Weil hier droht Schwarz Läufer H5 zu spielen, deshalb spielte Weiß sofort Springer E5. Schwarz antwortete Springer D7. Und wir suchen den nächsten weißen Zug ohne Vorsagen oder einen alternativen Zug. Weiß spielte in der Partie Springer schlägt D7. Und natürlich antwortete Schwarz Läufer schlägt D7. Die Alternative war
F4. Und nach Springer schlägt D5, F schlägt D5. Mit einem kleinen Vorteil für Weiß. Nach Springer schlägt D7. Läufer schlägt D7. Möchte Schwarz gerne E6, E5 spielen, um sein Spiel zu befreien. Weiß soll das verhindern. Wie hat Weiß gespielt, so dass Schwarz mit Dame C7 geantwortet hat? Es gibt auch eine Alternative, die Sie finden können. In der Partie spielte Weiß Dame B2. Weiß steht ein bisschen besser. Er hat einen besseren Läufer und den Raumvorteil. Die Alternative war F4. Und hier steht Weiß auch ein bisschen besser. Aber Dame B2, wie gesagt, Dame C7. Und wir suchen den besten Zug für Weiß, worauf Schwarz mit B7, B6 geantwortet hat. F4. Dieser Zug ist praktisch erzwungen, um E5 nicht zu lassen. B6. Weiß steht schon besser. Wie hat er gespielt, so dass Schwarz antwortete Turm E7, E8. Der Computer sieht hier auch mehrere Alternativen für Weiß. Weiß spielte Turm FC1. Und das ist der beste Zug. Alternativen sind Dame C3 oder Dame C2. Turm E8. Weiß steht jetzt besser. Und er muss so spielen, dass er seinen Vorteil nicht verringert. Wie hat er gespielt? Schwarz antwortete mit Turm E8, B8. Es gibt auch mehrere Alternativen. Übrigens, wenn in dieser Stellung Schwarz B schlägt C5 gespielt hätte, dann nach Turm schlägt C5 steht Weiß viel besser. Schwarz hat einen schwachen Bauern auf C6 und noch einen auf A7. Plus den schlechten Läufer. Und das wäre, B schlägt C5 wäre schlechter für Schwarz. Er spielte Turm E8. Und hier antwortete Weiß mit Dame C3. Die Alternativen
wären hier Dame d2 oder a4. Dame c3. Und wie gesagt, spielt der Schwarz Turm eb8. Wir sind am Zug. Die nächste schwarze Antwort war a7, a6. Es gibt auch zwei Alternativen für den Partiezug. Weiß spielte hier a4. Und die Alternativen waren a3 oder Turm cb1. Schwarz spielte a6. Und wir suchen den nächsten weißen Zug. Worauf Schwarz antwortete mit b6, b5. Weiß spielte Turm a, b1. Die Alternative war auch C schlägt B6, Dame schlägt B6 und hier Turm AB1. Das war gleichwertige Alternative. Oder auch Turm CB1 hier. Und Weiß hätte seinen Vorteil. In der Partie folgte Turm AB1. Schwarz spielte B5. Schwarz versucht, den Damenflügel zu blockieren. Weiß hat wählt hier einen Musterplan für solche Stellungen. Nach dem nächsten weißen Zug spielte Schwarz Läufer d7, c8. Wie hat Weiß gespielt? Turm a1. Das ist der beste Zug und der beste Plan für Weiß. Wenn Schwarz hier den A-Bauern schlägt, Turm schlägt A4, bleibt ihm den schwachen, rückständigen A6-Bauern. Deshalb schlägt Schwarz selbst nicht auf A4 und spielt Läufer C8. Hier macht Weiß den besten Zug und Schwarz antwortet Läufer C8 auf B7. Turm A3. Weiß nimmt nicht sofort auf B5. Er will die A-Linie erobern. Schwarz kann praktisch immer noch nicht selber auf A4 schlagen und muss passiv abwarten.
Läufer besiegen. Den Weißen auf der A-Linie Widerstand zu leisten. Weiß macht hier den besten Zug und Schwarz antwortet mit Dame C8. Turm C A1. Die Verdoppelung der Türmen auf der A-Linie. Dame C8. Weiß führt den weiteren Musterzug aus. Und Schwarz antwortet mit König F8. Weiß spielt hier Turm 1 auf A2. Und diese Methode muss man sich merken, wie Weiß die A-Linie erobern will. König F8. Und Weiß vollendet seinen Plan. Schwarz spielt als nächstes König G8. Dame A1. Weiß hat die Idealaufstellung auf der A-Linie erreicht. Zwei Türme stehen vorne und die Dame dahinten. Damit ist Weiß bereit, die A-Linie zu erobern. König G8. Weiß steht besser. Aber der Gegner lacht sich ins Faust, weil er weiß, dass eine Schwäche nicht für den Gewinn der Partie reicht. Weiß hat einen Vorteil, aber keinen entscheidenden Vorteil. Die Partie zu gewinnen, muss er noch eine Schwäche in dem gegnerischen Lager schaffen. Wo kann Weiß das machen? Der Damenflügel reicht nicht aus. Das Zentrum ist gesperrt. Es bleibt nur noch der Königsflügel. Weiß macht einen Zug und Schwarz spielt G6. Und das bedeutet, dass Weiß nicht auf B5 geschlagen hat. Wie hat er gespielt? H3. Weiß bereitet einen Bauernangriff am Königsflügel. G6. Die Stonewall verlängern sich und läuft jetzt vom H7 bis A6. Wir suchen den weißen Zug, worauf Schwarz König H8 gespielt hat. G4. Da die schwarzen Figuren am Damenflügel beschäftigt sind, beginnt Weiß die Offensive an der anderen Seite des Brettes. König H8. Wir suchen den weißen Zug, worauf Schwarz
wieder König G8 gespielt hat. Weiß spielte König G2. Weiß verbessert einfach die Stellung des Königs. Er hat keine Eile. König G8. Wir suchen den nächsten weißen Zug, worauf Schwarz antwortete: König F7. König G3. Werden alle Schwerfiguren abgetauscht, steht der weiße König aktiver. König F7. Wir suchen den richtigen Zug, worauf Schwarz König F6 geantwortet hat. Und das bedeutet, dass Weiß nicht G4, G5 gespielt hat, sondern H4. König F6. Und nach dem nächsten weißen Zug, den wir suchen, spielte Schwarz wieder König F7. Und wenn hier F schlägt G4 nach H4, wenn F schlägt G4, dann Läufer schlägt G4 und dann bekommt Schwarz mindestens noch eine Schwäche auf E6. Deshalb spielt der Schwarz König F6 und er nimmt nicht selber auf G4. Und für den nächsten weißen Zug gibt es auch eine Alternative. Weiß spielte hier Läufer F3 und er verbesserte einfach die Stellung seiner Läufer. Die Alternative war H5. Weiß steht hier besser. Nach Läufer F3 steht Weiß auch besser. Und wie gesagt, Schwarz antwortete mit König F7. Und hier spielt Weiß am stärksten und Schwarz antwortet danach Dame G8. Weiß spielte H5 in dieser Stellung, Dame G8. Und den nächsten weißen Zug finden Sie bitte ohne Vorsagen. Weiß schlägt auf G6 und Schwarz antwortet mit H schlägt G6. Schlechter wäre Dame schlägt G6. Weiß spielt G5 und wenn hier H6, dann folgt Turm H2 und es droht Läufer H5, die Fesselung und nach Dame G7
Turm schlägt H6 und Weiß hat fast gewonnene Stellung. Deshalb H schlägt G6. Und den nächsten weißen Zug finden Sie bitte auch ohne Vorsagen. A schlägt B5. A schlägt B5. Schlechter war C schlägt B5. Weiß steht hier viel besser. Schwarz hat eine Schwäche auf A6 und Weiß hat einen Freibauern, einen starken Freibauern, quasi einen Bauern mehr. Und den nächsten weißen Zug finden Sie bitte wieder ohne Vorsagen. Und das ist ein guter Zug für Weiß. Weiß spielte nicht Turm schlägt A8, sondern Turm A7. Schwarz schlägt auf A7, Weiß schlägt auf A7. Der Turm ist auf der siebten Reihe. Und hier spielt Schwarz aktiv. G5. Bei dem passiven König G7 könnte folgen: Dame H1, und wenn zum Beispiel Dame H8, dann Dame schlägt H8, König schlägt H8, und hier zeigt sich die aktivere Stellung des weißen Königs. König H4, König G5, G schlägt F5, E schlägt F5 verliert, weil hier zeigt sich die aktivere Stellung des weißen Läufers. Läufer schlägt D5, Schach und C6. Hier sehen wir die Fesselung und nach Turm C8, Turm schlägt B7, Schach. König schlägt G6, König schlägt F5 und Weiß hat zwei mehr Bauern und eine gewonnene Stellung. Deshalb G schlägt F5. Läufer H5 Schach. Wenn hier also König E7 und Weiß spielt Läufer G6 und das ist Zugzwang. König F6,
Löwe F7, König G7 und Löwe schlägt D6 und Weiß hat fast gewonnene Stellung. Und das war die Variante also G schlägt D5, G schlägt D5, Löwe H5. Wenn hier König G7, dann folgt Läufer E8. Und wenn Turm schlägt E8, dann Turm schlägt B7 Schach, König G8, Turm C7 und Weiß gewinnt den wichtigen Bauern und die Partie. Und wenn hier König G8, dann Läufer D7. Schlecht ist hier König F7 wegen Läufer schlägt C6 und Weiß gewinnt. Und wenn König F8, dann gewinnt König F6. Das alles zeigt uns die Bedeutung von dem Raumvorteil, dem besseren Läufer, dem besseren König und Turm. In der Partie wurde aktiv G5 gespielt. Und wir suchen den weißen Zug, worauf Schwarz Dame C8 geantwortet hat. Was ist das für ein Zug, nachdem Schwarz Dame C8 spielt? In der Partie spielte Weiß Dame A6. Und wie gesagt, Schwarz antwortete mit Dame C8. Aber vielleicht besser wäre hier Dame A5. Wenn zum Beispiel G schlägt D4 Schach, E schlägt D4, Dame C8 und G5. Und Weiß hätte seine bisherige Spiel rechtfertigen. Dame A5. Allerdings könnte Schwarz hier Dame C8 spielen. Und dann folgt Dame A2, Dame G8, Dame H2, G schlägt D4 Schach, E schlägt D4, F schlägt G4, Läufer schlägt G4, Dame G6, Dame E2. Weiß hat einen sehr großen Vorteil, zum Beispiel Dame F6, Dame E3 und Schwarz steht in Zugzwang. Er muss hier entweder König G7 spielen oder König G6 oder König G8
und Weiß gewinnt den E6 Bauern. Weil nach König E7 folgt F5. Und Weiß gewinnt auch. Also Weiß spielte hier Dame A6 in der Partie. Vielleicht war Dame A5 besser. Dame A6, Schwarz muss Dame C8 spielen. Und wir suchen den nächsten weißen Zug. Worauf Schwarz antwortete G5 schlägt E4. Weiß spielte und hier gibt es eine Alternative für den weißen Zug. Weiß spielte Dame B6. Aber Computer meint, dass Dame A2 besser war. In der Partie hat Weiß Dame B6 gespielt und Schwarz antwortete G schlägt E4 Schach. Und der Computer sieht, dass Dame D7 wurde die beste Chance für Schwarz. Das ist ein Computerzug, sehr schwierig für einen Mensch zu finden, weil die Dame geht auf die siebte Reihe unter die Fesselung. Und das wird auch die Fesselung von Dame und König. Und trotzdem sieht der Computer, dass nach Dame D7 nach F schlägt G5, F schlägt G4, Läufer schlägt G4, König G6. Kann denn der Computer hier keinen Gewinnweg für Weiß finden? No, allerdings, so ein Zug Dame D7 wird kein Mensch machen. Schwarz spielt G schlägt E4. G schlägt E4. F schlägt G4. Läufer schlägt G4. Und hier wir suchen die Partiezug. Läufer schlägt G4. Hier noch nicht. König F6. Und besser war hier wieder Dame D7. Das war die beste Chance für Schwarz. König F6 wurde gespielt. Das ist für einen Mensch ein offensichtlicher Zug. Der König geht aus dem Fesselung, aus der Fesselung. Und wir suchen den weißen Zug, nachdem Schwarz Turm A8 gespielt hat. Weiß spielt Dame A5. Schwarz antwortete Turm A8. Schwarz ist froh, dass es keine Fesselung mehr gibt
Und er will jetzt mindestens die Türme abtauschen. Und er spielt Turm A8. Und das ist schon einen entscheidenden Fehler. Der Computer wurde hier wieder Dame D7 spielen. Und das war ein für den Mensch sehr schwer zu finden, weil hier nach Dame A1, Dame H7, Dame E1, und hier steht Weiß doch besser, und zum Beispiel nach Dame D3 Schach, König G2. Wenn jetzt hier Dame C2 Schach, dann König G1, und es gibt kein Schach mehr, und Schwarz muss Dame E4 spielen, und dann folgt Dame H4 Schach. Und Weiß hat einen sehr großen Vorteil. Wenn nach König G2 sofort Dame E4 Schach, Dame schlägt E4, D schlägt E4, König G3, und Weiß hat wieder einen sehr großen Vorteil. Nach Turm A8 spielt der Weiß Turm schlägt A8, und Schwarz darf hier nicht Dame schlägt A8 spielen wegen Dame C7, und Weiß hat eine gewonnene Stellung. Deshalb muss Schwarz hier Läufer schlägt A8. Vielleicht hat er das nicht gesehen, dass er nicht mit den Dame schlagen kann. Und in dieser Stellung suchen wir den weißen Zug, nachdem Schwarz Läufer B7 gespielt hat. Weiß spielt hier Dame A1. Schwarz antwortet Läufer B7. Und wir suchen den weißen Zug, nachdem Schwarz Dame D7 gespielt hat. Weiß spielte hier Dame E1. Dame D7. Jetzt hat Weiß schon einen entscheidenden Vorteil, und Sie müssen ohne Versagen die besten weißen Züge finden. Dame schlägt Dame E5 Schach. König F7. Jetzt kommt der beste Zug von Weiß, und Schwarz ist schutzlos. Und das ist F5. Und Weiß hat einen entscheidenden Vorteil. Schwarz schlägt auf F5, Läufer schlägt auf F5. Schwarz spielt ohne den Läufer B7. Und Weiß hat quasi einen Läufer mehr. Dame D8. Dame E6 Schach. König F8.
Der beste Zug hier ist Dama H6 Schach. König F7. Läufer E6 Schach. Schwarz spielte hier König E7. Schlecht war König E8 wegen Dame G6 Schach. Wenn König F8, dann Dame F7 Matt. Und wenn König E7, dann wieder Dame F7 Matt. Deshalb spielte Schwarz König E7, aber das hat nicht geholfen. Es folgte Dame G5 Schach und Schwarz gab auf. Zum Beispiel, wenn König schlägt den Läufer, dann Dame schlägt auf D8 und Weiß gewinnt. Und wenn König E8, dann Dame G8 Schach, König E7 und Dame F7 Matt. Das war die Partie, aus der Sie viel lernen könnten. Wie man gegen den Stonewall mit Weiß spielen kann. Das ist der Abtausch der schwarzfeldrigen Läufer. Läufer A3. Und danach Läufer schlägt B6. Und das ist der Bauernangriff am Damenflügel mit dem Raumgewinn. Das war hier. Und danach B4. Die Vorbereitung zur Eroberung der A-Linie, das muss man unbedingt merken. Turm A3, Turm A1. Turm A2 und schließlich Dame A1. Der Bauernangriff am Königsflügel. G4. Die Verstärkung der Königsstellung. König G3. Turm auf der siebten Reihe. Turm A7. Und dann Turm schlägt A7. Das Spiel auf zwei Flügeln. Und hier, das war das hier, Dame A5 war die Computervariante und Weiß hätte hier gewinnen können.
oder hier sieht man diesen Angriff auf zwei Flügeln. Und auch im Zentrum. Aber Weiß hat auch die Partie gewonnen, wobei Schwarz ein bisschen Ungenauigkeit gespielt hat, ungenau. Und deshalb denke ich, dass es eine sehr lehrreiche Partie für sie. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gut gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.